Nach dem Schlichtungsverfahren zwischen Bahn und EVG sollen die Löhne stufenweise um 410 Euro erhöht werden. Die Tarifvereinbarung soll 25 Monate laufen. Zusätzlich wird eine Inflationsprämie von 2.850 Euro gezahlt. Die Schlichter empfehlen die Zustimmung. Es wäre damit der höchste und teuerste Tarifabschluss in der Geschichte der Bahn. Die Gewerkschaft EVG entscheidet am Freitag über den Schlichterspruch, anschließend folgt eine Urabstimmung. Bei Ablehnung des Vorschlags drohen unbefristete Streiks ab Ende August. Bis dahin sind Streiks bereits ausgeschlossen. Das Theater Duisburg muss dringend saniert werden und könnte für mehrere Jahre geschlossen bleiben. Die Stadt erwägt auch den Abriss von Teilen des Gebäudes und beauftragt eine Machbarkeitsstudie, um diese Option zu prüfen. Die Duisburger Infrastrukturgesellschaft DIG soll die Studie durchführen. Die Studie könnte 400.000 Euro kosten und soll 6 Monate dauern. Der Rat will dies am 18. September beschließen. Die Kosten der Theatersanierung war von der Stadtverwaltung und verschiedenen Medien zwischen 100 und 450 Millionen Euro geschätzt worden. Morgen beginnt die Duisburger Sommerkirmes vor der Schau ins Land Reisen Arena. Der alte Verein Reisender Schausteller knüpft nach 7-jähriger Pause an eine alte Tradition an und hofft auf viele Besucher. Es gibt Fahrgeschäfte wie den Fighter und die Walzerfahrt, der Breakdancer muss leider ausfallen. Die Kirmes konzentriert sich auf das reine Vergnügen. Es wird kein Zelt oder Bühne geben, dafür ein Feuerwerk. Von Freitag bis Montagabend findet die Kirmes auf dem Parkplatz der Schau ins Land Reisen Arena statt.